Silber muss ich auch noch spielen. Ich hoffe, das wird kein Minispiel. Wo stehe ich denn noch dahin? Der Mensch hat die Prüfung der Geschicklichkeit gewonnen. Unmöglich. Ich habe gesprochen. Der Mensch gewinnt. Auch den zweiten Wettkampf. Tja. Das ist nicht... Ich... Sie wirft doch den Bogen. Gleich? Ach nee, sie bricht den Bogen durch. Verdammt, ich dachte, wir könnten ihn noch einsammeln. Komm nach vorne zum Tor für den dritten und letzten Wettkampf. Oha, 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 oha. Sehr schlau vom Spielentwickler. Und es gab schon Leute, die meinten, ich wäre peinlich. Aber jetzt sollte ich mich sputen. Ich muss dafür sorgen, dass Massas ihren Lauf nicht beendet. Das ist bereits geschehen. Insofern kann ich jetzt ein bisschen chillen und rauskriegen, was das da unten für ein Ding ist. Nee, das nervt mich immer noch. Kann eigentlich nur ein falscher Spot sein. Krämer? Ach nö. Ich dachte erst, es ist... mich für einen Spion, der ich habe mir auch erst gedacht, das läuft hier ganz anders. Na gut. Aber eigentlich müsste ja alles schon gewonnen sein. Wenn ich jetzt nicht gleich hier von der dunklen Armee aufgelauert werde, ist alles super. Ganz leger, marschiere ich hier lang. Ach, wie ist das schön. Jo, kann ich mit ihm vielleicht noch mal eine Runde reden, bevor es hier vorbei ist? Nee, keine Ahnung, was ich fragen sollte. Na gut, dann gehe ich jetzt nochmal zu den Ogern, einfach nur so aus Prinzip vielleicht. Droppt hier noch was. Vor allem, das ist eine Eins, hab ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Slough und Quamp? Hallo, steckt da etwa jemand in dieser Spalte? Wer ist dort? Hier ist Nate, das Menschlein. Menschlein? Ach. Den Göttern sei Dank. Nate, kannst du uns befreien? Oh nein. Eine Kopfgeldjägerin hat uns in eine Falle gelockt. Doch nicht etwa diese fürchterliche Masas. Seine Orgfrau mit dunklen Haaren. Die jagt mich auch schon seit Ewigkeiten. Dabei habe ich ihr nie was getan. Kaputtkloppe! Du wirst dich nicht mehr vor ihr fürchten müssen, Freund Nate, sobald wir hier rausgekommen sind. Uhu. Das klingt gut. Ich lasse mir etwas einfallen, wie ich euch helfen kann. Setzer? Ach nee. Ich habe noch eine Setzer gelesen. Oh Gott, irgendwie werde ich müde. So gut, ich habe ja eine super, super geile Idee auf jeden Fall, die nicht funktioniert. Hey, ihr beiden, haltet euch an diesem Seil fest. Ich versuche, euch mit einem Heißluftballon hochzuziehen. Welches Seil? Tut sich was? Mach dich leicht, Grump. Hä? Leichter. Es geht nicht. Grump ist zu schwer. Und jetzt? Warten wir, bis ihr ein paar Pfund abgespeckt habt? Kannst du dir nicht etwas anderes einfallen lassen? Nein! Sicher wohl. Wie werdet ihr nur leichter? Oh, ich ahne Allerschlimmstes. Also ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, meine Möglichkeiten sind natürlich nach wie vor echt überschaubar. Um nicht zu sagen, eingeschränkt. So, gucken wir mal kurz in den Schrank, aber eigentlich haben wir den bitte dreimal durchsucht und ich war nur in der Wutserhöhle noch nicht. Verschiedene Körperpflegeprodukte. Na verdammt. Ja. Zur Erdwichtelhöhle würde ich lieber nicht mehr gehen. Wusa könnte die kleinen Kerle auf mich hetzen. Ein Drache! Ich habe einen Drachen zur Verfügung. Der könnte doch mal in die Praxis fliegen, oder? Aber das Fastfood hier mal mehr. Hallo Drache. Schade, dass er keinen Namen hat. Das ist ein bisschen traurig. Ich lasse sie lieber in Ruhe. Sie hat noch ein paar Kapitel vor sich. Grimpf, ich hätte über noch mal einen Drachen geredet. Ich mag den Drachen. Der Drache ist mir sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir könnten einen Geist dranhängen. Geister sind doch leicht, oder? Nee, keine Ahnung, was ich fragen sollte. Ja, Grimpf. Ich lasse ihn und sein. Ach, verdammt. Ich sehe doch schon wieder die Lösung nicht. Das ist. Das soll mir immer den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Na gut, jetzt nochmal exzessive Benutzung der Leertaste. Ich glaube, dass ich mir am Anfang doch vorgenommen habe, dass ich das Spiel so wenig wie möglich ohne Leertaste spielen wollte, ne? Das hätte das Spiel, glaube ich, ganz schön in die Länge gezogen, aber ein paar Sachen hätte ich auch so gefunden, aber einige Suchdinge, wie zum Beispiel, ich hätte wahrscheinlich stundenlang auf der Couch hier rumgefuhrwerkt und hätte immer effizient dabei vermieden, das Kissen zu treffen. Das hätte ich nie gesehen. Ja, ich habe noch einen Kupferkessel, was mache ich denn mit dem Ding? Den habe ich ja später, obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich den später noch habe. Kann ich den Stein vielleicht kurzzeitig... Ich bin so gut. Und Nate auch. Toll. Eigenlob stinkt. Na gut, ich habe nur noch einen Kupferkessel, mit dem muss noch was gehen. Kann ich den vielleicht irgendwie runterwerfen, dann kriegen die Beulen und dann ist alles gut. Achso, ich kann auch reinschauen, das hätte ich vielleicht fahren. Die beiden sind zu schwer. Es kann auch sein, dass sie sich in der Spalte verkeilt haben. Auf jeden Fall schafft der Ballon es nicht, sie herauszuziehen. Wunder, Wunder. Die beiden sind zu...
Ich glaube, ich hätte das anklicken müssen, bevor ich... Zur Erdwichtelhöhle würde ich lieber nicht mehr gehen. Okay, ich gehe nochmal zum Drachen. Weil der Drache bis jetzt hat ja noch gar nichts gemacht. Da muss doch eine Lösung sein. Ich lasse sie lieber... Mann, doof. Okay, Drache ist anscheinend keine Lösung. Da ist auch keine Lösung. Da ist ebenfalls keine Lösung. Hier ist nirgends so eine Lösung. Ach, ist das toll. Bin ich gerade so doof? Was übersehe ich denn? Wenn selbst mit übermäßiger Erdtasten... Nee, keine Ahnung. Sehe ich hier rein gar nichts. Was ist denn hier los? Wie könnte man jemanden leichter machen? Ich kann... Anna hat die Gruft verriegelt. Ich glaube aber auch nicht, dass ich da drin weiterkommen würde. Ja, ich eigentlich auch nicht, aber... Ich kann doch maximal noch den schönen Kupferkessel, der schön dingelt hier ist, irgendwie noch benutzen. Aber ich wüsste nicht, auf wem oder wo und wie... Bei dem Müllhaufen kann ich auch nicht mehr anklicken. Ich kann ja also wirklich auch gar nichts anklicken. Meine Möglichkeiten, irgendwas anzuklicken, sind ja sowas von dezimiert. Tja. Der Ork-Häuptling. Der Häuptling hält mich für einen Spiel. Ja, Tarnung ist perfekt. Der Krämer, aber der sagt doch wieder auch nö, oder? Hallo. Ach! Was denn nun schon wieder? Wenn du und dieser Kriegerverschnitt mich nicht einfach in Ruhe lassen? Geht man so mit Kunden um? Kunden? Alles, was ihr tut, ist doch, mich auszutricksen. Ihr habt meinen halben Warenbestand und ich habe kein müdes Goldstück mit euch verdient. Was? Hast du zufällig Interesse an 97 Kupferkesseln? Oder kann ich dir sonst etwas anbieten? Meinen wertvollen Verkleinerungsring? Oder mein letztes Hemd? Also. Weißt du was? Hier, nimm den Ring. Das ist alles, was ich noch an Wert besitze. Dann muss ich mich wenigstens nicht noch einmal für dumm verkaufen lassen. Das mit den Töpfen und den drei Zahlen hat sie in ihrer Händlerehre getroffen, was? Ich bin kein Händler mehr. Schluss mit dem ehrlichen Leben. Ich gehe in den Süden und werde Bäcker. Nichts, was sie später bereuen würden. Ein Verkleinerungsring, ganz umsonst. Ja, das war doch verdammt auch. Schon wieder der Ring, hab ich hier nicht. Hatte ich hier nicht? Eigentlich hatte ich den Filippo nicht, den hab ich doch nie abgelegt, oder? Ach egal, schmeißen wir das Ding runter und das ist gut. Hey, Zlov! Ja, Freund Nate? Ich werfe euch einen Ring runter, lasst ihn ja nicht fallen. Also gut! Aufpassen, Grump. Okay, zieht ihn an. Ja. Der Mini-Oger. Ah, die Riesenkeule dabei, genau. Schnappt sie euch, Jungs. So klein? Da hat jemand ein kleines, speckiges Problem. Okay. Ist in Ordnung. Ach, da wäre ich doch zu direkt die Karte auf. Mann, ich hätte noch gerne noch mal einen depressiven Drachen gesprochen. Aber ich darf ja anscheinend nicht. Also gehen wir noch zurück zur Festung. Und dann müsste jetzt ja alles erledigt sein. Ich müsste Ivo sprechen, dann müsste noch kurz Dingsabumster, Gnomen, Wilbur aufspringen und dann ist es auch geschafft. Oder auch nicht? Verdammt. Damit kannst du mit deinem Preis gehen, wohin du willst. Du bist der Sieger des Kriegerwettkampfes. Ausgezeichnet. Nichts wie weg hier, bevor Sasi zurückkommt. Ausgezeichnet. Damit habe ich meinen Job ja wohl vorbildlich erledigt. Yep. Und tschüss. Oh, das ist eine Kugel. Ich bin Erster. Wie Wilbur wohl beim Austausch des Artefakts vorankommt. Null. Oh, es ist so lächerlich. Eine Videosequenz. Bam. Wer ist da am Ruder? Der Hase? Die Luft ist rein. Jo, der Hammer war. Übrigens hier Ivos Tuch. Was macht denn Ivos Tuch? Hat er sich ausgezogen? Da ist es schon. Verflixt. Warum hat er sich nicht einfach hinter den Spiegel gestellt? Also wirklich? Denn dann wäre doch. Das ist sehr gegrimpft. Oh Mann. Hallo? Ist da wer? Wen? Meine Nerven müssen mir einen Streich gespielt haben. Oder hier ist ein unsichtbarer Einbrecher. Das ist die Kiste. Also los.
Selbstgespräche. Cool. Das merkt ja auch nicht. Oh Mann. Bitte kein Minispielchen, bitte kein Minispielchen. Oh, Scheiße. Das hätte ich jetzt was von gegen den Baum gefahren. Das wäre unglaublich gewesen. Also los. Schade, ich dachte, jetzt passiert irgendwas anderes. Bärmann. So, und jetzt? Das war knapp. Sei doch mal etwas optimistischer. Was soll jetzt noch schief gehen? Tja, was wohl? Ich hab's gewusst, dieser verdammte wandelnde Bettvorleger. Keine Bewegung. Ich bin ein Magier. Ich weiß, kleiner Mann. Ich hätte dir das schon damals in Seefels nicht zugetraut. Und von dir hätte ich erwartet, dass du mal wieder deine Freunde im Stich lässt. Du sagst doch was anderes als von dir. Ich hätte mir dann dieses Gefasel nicht anhören müssen. Schauen wir mal, ob du immer noch einen flotten Spruch auf den Lippen hast, wenn du vor Mutter stehst. Nein! Tja. Was hat er eigentlich für komische Saugnapffüße? Zu freundlich von euch. Legt sie in Ketten! Diese Wachen. Warum standen die hinter noch nicht in Ketten? Ja, was ist ja eigentlich ein wandelndes Tentakelvieh? Der auch so eine Füße hat. Hi. Hat man uns gefangen genommen? Jupp. Jupp. Hast du das Artefakt ausgetauscht? Jupp. Wo ist Ivo? Oh, sie fliegt mit den Drachen. Und ich habe eine Transportmöglichkeit organisiert. Ui. Hüpf drauf. Ich muss euch beiden noch durch die Zeit zurückschicken. Und ihr müsst noch etwas anderes für mich tun. Noch einmal. Die verwunschen in die wilden Lande. Immer noch und immer noch und immer noch. Also schön, ich muss mich beeilen. Nate und Wilbur sind oben gefangen. Ganz ruhig. Wir haben Zeit. Ach scheiße. Verdammt. Wir haben doch... Kann doch was schief gehen, ne? Ich muss mich da hin. Zum Glück sind hier keine Wachen. Weiter. Nein, ich will nach unten in die Stadt. Es frage mich, ob das Spiel jetzt gleich vorbei ist oder ob da noch einiges kommt. Die einzige Chance, diesen Turm zu Fall zu bringen, besteht darin, Nate und Wilbur zurück durch die Zeit zu schicken. Und die beiden sind oben. Okay. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Es ist natürlich auch eine eklatante Sicherheitslücke, so eine Telefonzelle in der Bude. Ah, für eine Tür. Jo, wir der ist jetzt so. Was tun, Captain Nate? Was denn? Es ist zu spät. Mutter, du hast nach dem Artefakt des Schicksals verlangt und ich habe es dir gebracht. Gut. Das packt doch keiner vorher aus, ne? Hm? Herrlich. Oh, ich kann da was ändern. Ja, stimmt, ich muss den Ivo danach wieder weg, ne? Ich wette, das fail total. Was? Psst, später. Los, berührt beide das Amulett. Bis gleich. So. Das ist Zukunfts-Ich. Oh, okay, Spiel ist doch vorbei. Zwischensequenz. Hey, was zum? Das Vieh! Oh nein! Was? Und der Drache. Ach, wie schön. Was ist mit dem echten Artefakt passiert? Es ist an einem sicheren Ort. Beim Erzmagier? Nein. Er hat sofort eingesehen, dass kein Sterblicher mit dieser Macht umgehen könnte. Ich habe es versteckt, wo niemand es jemals finden wird. Aber man könnte viel Gutes damit tun. Was du damit tun würdest, wissen wir. Was machen wir als nächstes? Das kann doch noch nicht alles gewesen sein.
Vielleicht wartet hier irgendwo noch ein anderes Abenteuer auf uns. Na, ich hab die Vierchronik auch nicht. Ja. The End. Nicht Finn, also Finn, wie französisch für Ende.